Und los geht's. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir hatten uns. Ach so, hatten Sie einen schönen Feiertag? Okay, ne? Gut. Wir hatten uns beim letzten Mal mit der Frage beschäftigt, mit einfachen Quantensystemen beschäftigt und hatten zunächst Potenziale untersucht, die eine Sprungstelle haben. Und wir haben unsere Bestätigkeitsbedingungen unterhalten und so weiter und hatten mit einem einfachen Beispiel angefangen, nämlich dem Beispiel einer Potentialstufe. Und das wesentliche Ergebnis, das wir da hergeleitet hatten, würde ich gerne nochmal skizzieren. Wir haben hier eine räumliche Achse x, wir haben hier eine potenzielle Energie v und an irgendeiner Stelle y ist eben diese Potentialstufe, also eine Unstetigkeitsstelle im Potential. Und wir hatten uns erstmal überlegt, wie lösen wir jetzt hier die Schrödinger-Gleichung. Es geht um die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung. Wir hatten uns ja damit beschäftigt, wann können Sie die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung
übersetzen in eine zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung. Antwort, dann, wenn der Hamilton-Operator nicht explizit zeitabhängig ist, dann können Sie die Zeitabhängigkeit von der Wellenfunktion abspalten und bekommen die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung raus. Okay, aber wir hatten jetzt gesehen, wenn wir die Wellenfunktion hier in dieser Weise ansetzen, und mit k und k' jeweils die Wellenzahlen in den Bereichen vor bzw. nach der Potentialstufe hinschreiben. Wenn wir außerdem, noch bevor wir a, b, c und d spezifizieren, können wir die Koeffizienten der Wellenfunktion auf der rechten Seite der Potentialstufe ausdrücken durch eine Matrix mal einen Vektor aus den beiden Koeffizienten a und b. So, und die Matrix die sah so aus, das ist ein halbmal, ich wiederhole gleich nochmal die Abkürzungen, die hier auftauchen, Delta plus Alpha durch Alpha Strich, Delta minus geteilt durch Alpha Alpha Strich, Delta minus mal Alpha Alpha Strich und Delta plus mal Alpha Strich durch Alpha. So, und die Größen, die hier auftauchen, sind einerseits dieses Delta plus minus, 1 plus minus, k durch k Strich und Alpha ist e hoch i k y, beziehungsweise Alpha Strich eben mit dem Strich. So, das war ja alles schon mal da. Ja. Wir hatten das dann auf die Potentialstufe bei y gleich 0 spezialisiert, sodass Alpha und Alpha Strich beide gleich 1 werden, hatten für die Potentialstufe gesetzt a gleich 1, b gleich r, c gleich t und d gleich 0. Warum haben wir das gemacht? Also zunächst mal, die Größe von a, von diesem Koeffizienten a, ist einfach beliebig. Denn mit a gebe ich gewissermaßen die Intensität der einlaufenden Welle an, also der Intensität, die hier auf die Potentialstufe trifft. Natürlich müsste ich dann auch noch normieren, aber normieren ist hier ein Problem, sehen wir gleich nochmal. So, der Koeffizient R sagt, wie viel davon reflektiert wird. Also wie viel davon an der Potentialstufe reflektiert wird. Und wir hatten beim letzten Mal schon gesehen, reflektiert wird selbst dann, wenn die Energie des einlaufenden Teilchens oberhalb der Potentialschwelle liegt. Sie prallen also zurück, obwohl sie im Prinzip drüber fliegen könnten. T haben wir als Transmissionskoeffizienten bezeichnet, also das ist die Amplitude der nach rechts auslaufenden Welle. Und wir hatten gesagt, gut, nachdem wir annehmen, dass wir von links her einlaufen, setzen wir D gleich 0, um anzugeben, es läuft von links her nichts auf die Potentialstufe zu. Gut, okay, unter diesen Voraussetzungen und mit der Spezialisierung hier hat man gesehen, gut, wir bekommen T0 gleich 1/2 Delta plus, Delta minus, Delta plus 1R raus. Das war die Gleichung, die R und T miteinander verbindet. Und hatten dann aus der zweiten Gleichung bekommen, zunächst mal R ist minus Delta minus geteilt durch Delta plus und T, also indem ich die zweite Zeile dieser Vektorgleichung ausführe, und T ist 1/2, und das ist der eigentliche Grund, warum ich das nochmal wiederhole, da gab es eine Schwierigkeit mit dem K' beim letzten Mal, mit einer anschließenden Bemerkung nach der Vorlesung noch. Deswegen gehe ich da nochmal drauf ein. So, und dann schreibe ich das T als Delta plus Quadrat minus Quadrat geteilt durch Delta plus. Ich setze also das R hier oben ein und bekomme
Bekomme ich den? Ja, bekomme diesen Ausdruck hier für den Transmissionskoeffizienten hier. So weit, so gut. Dann hatten wir das noch weiter ausgeführt. Da kam raus k minus k' geteilt durch k plus k'. Ich wiederhole es in dieser Ausführlichkeit, weil wir es gleich nochmal in anderer Weise brauchen hier. So, und das war jetzt 1 durch 2 mal k'. Dann 4 mal k'' geteilt durch k plus k'. Ne? Also, und da hatte ich beim letzten Mal einen Fehler gemacht. Da bleibt nur ein 2k geteilt durch k plus k' übrig. Trotzdem würde ich gerne noch auf eine Frage eingehen, die beim letzten Mal noch kam, nämlich was passiert denn, wenn k' gleich 0 wird? Wann wird k' gleich 0? K' ist 2m durch h² mal der Energiedifferenz, ja, v0 minus e. K' wird gleich 0, wenn die Energie des einlaufenden Teilchens gerade gleich der Höhe der Potentialstufe ist. Ist ja nicht verboten, aber dann müssen Sie hierher zurückgehen. Und denn wir brauchen hier ein Fundamentalsystem der zugrunde liegenden Differentialgleichung. Es war eine Oszillatorgleichung, Sie erinnern sich, eine räumliche Oszillatorgleichung. So, und wenn Sie K' gleich 0 setzen, dann ist das hier offensichtlich kein Fundamentalsystem der zugrunde liegenden Differentialgleichung mehr. Also müssen Sie, wenn Sie den Spezialfall K' gleich 0 betrachten wollen, schon hierher zurück, sich dann an die PTP1 erinnern, wo wir für den harmonischen Oszillator gerade diesen Fall, aperiodischer Kriechfall genannt, ja, schon behandelt hatten. Und holen sich von dort wieder das Fundamentalsystem für diesen Fall und machen dann wieder gehen dann wieder von vorne los. So, also, das war dann eben der Transmissionskoeffizient hier. So, na gut, wenn ich jetzt das Betragsquadrat wissen will, dann ist das offenbar k minus k' zum Quadrat geteilt durch k plus k' zum Quadrat. Und ich setze hier zunächst voraus, dass k' reell ist. Was passiert, wenn k' imaginär wird? Wenn also die Energie des einlaufenden Teilchens unterhalb der Potentialhöhe liegt? Das müssen wir uns nochmal separat anschauen. So, und dieses t² hier wird natürlich 4k² geteilt durch k plus k' in Klammern zum Quadrat. So, und jetzt sehen Sie was wieder anspielt auf eine Diskussion, die wir beim letzten Mal hatten, nämlich über die Wahrscheinlichkeitsinterpretation von diesem r² und dem t². Wenn Sie jetzt nämlich r² nehmen und das t² dazu addieren, würden, dann ergeben die nicht 1. Sie ergeben aber dann 1, wenn Sie hier mit k' durch k multiplizieren. Sehen Sie sofort, ne? k² minus 2kk' plus k'². Und jetzt muss ich hier ein 4kk' erzeugen, um dann tatsächlich das hier gleich 1 werden zu lassen. So, und das weist nochmal darauf hin, dass wir hier zwar relative Wahrscheinlichkeiten angeben können, im Verhältnis zur einlaufenden Welle, ne, denn die hat mir auf 1 normiert hier, das aber erst dann, wenn Sie die entsprechenden Beiträge t² und r² mit k bzw. k' multiplizieren, zu dieser Summenregel hier kommen. Die werden wir gleich nochmal brauchen. So, dann... Wir hatten uns ja eigentlich, bevor wir hier eingestiegen sind, darauf verständigt, dass wir quadratintegrable Funktionen betrachten wollen als Wellenfunktionen. Ja, dieses Ding ist aber nicht quadratintegrabel. Ne? Denn wenn Sie das hier über x gleich minus unendlich bis 0 oder x gleich minus unendlich bis plus unendlich integrieren, kommt unendlich raus. Ne? Also diese Wellenfunktionen sind nicht normiert. Und wenn Sie normieren wollen, dann müssen Sie ihnen Randbedingungen vorgeben. Ich tue das hier nicht, weil ich einfach die Stetigkeitsbedingungen an der Potentialschwelle bzw. an der Potentialstufe ausnutzen will. Aber eigentlich müssten Sie, bevor Sie jetzt hier
anfangen mit Wahrscheinlichkeiten zu argumentieren, die ganze Wellenfunktion erstmal normieren. Das machen wir hier nicht. Gehen wir drüber weg. Gut. So, aber eine interessante Frage ist natürlich, erinnern Sie sich, wir hatten in der ersten Woche dieser Vorlesung schon darüber geredet, dass es eine Wahrscheinlichkeitsstromdichte gibt. Der Wahrscheinlichkeitsstrom zieht mit dieser Wellenfunktion. Was war das nochmal? Wir hatten eine Wahrscheinlichkeitsstromdichte bekommen, die war h quer durch m, Imaginärteil von Psi Sternengradient Psi. Sie erinnern sich bestimmt, hat man in der ersten Woche schon bekommen. So, jetzt möchte ich das mal spezialisieren für den hier betrachteten Fall und muss natürlich hier auch bei der Wahrscheinlichkeitsstromdichte unterscheiden zwischen dem Anteil, der links und dem Anteil, der rechts von der Potentialstufe steht. Und außerdem muss ich natürlich hier spezialisieren auf eine Dimension. Also habe ich h quer durch m, Imaginärteil von. So, links der Potentialstufe, Psi Stern. Ja, hierhin muss ich. Psi Stern ist also a mal e hoch minus ikx plus r Stern e hoch plus kx. Ne? Also a ist 1. Ne? Also e hoch minus ikx plus r Stern e hoch ikx. Das ist das Psi Stern links. Ja, links der Potentialstufe. Und der Gradient von Psi, also die in einer Dimension die Ableitung von Psi nach x, links der Potentialstufe wird einerseits dekoriert mit dem Faktor ik, was wir aus jeder Exponentialfunktion Faktor ik runterkriegen. Und außerdem wird das Vorzeichen hier von dem zweiten Term umgekehrt. Also bekomme ich e hoch ikx minus r e hoch minus ikx für den Gradienten von Psi links der Potentialstufe. Rechts der Potentialstufe Psi Stern, naja, da bekomme ich ein t Stern e hoch minus ik Strich x und das muss ich multiplizieren mit dem Gradient, also ik Strich t e hoch ikx. So, die obere Zeile ist links, die untere Zeile ist rechts. Die untere Zeile ist leichter weiterzurechnen. Das ist ik Strich t Betragsquadrat und die beiden Phasen heben sich weg. So, wenn ich jetzt davon den Imaginärteil nehme, bekomme ich einfach k Strich t Betragsquadrat. Also bekomme ich hier zu wenig Platz. Hier unten weitermachen. Also bekomme ich links der Potentialschwelle h quer durch m. Entschuldigung, rechts der Potentialschwelle. Um den anderen Teil kümmere ich mich später. K' Betragsquadrat von t. So, jetzt sehen Sie aber aus dieser Relation hier oben, dass K' Betragsquadrat von t einfach 1 minus kr ist. Ne? Entschuldigung. K mal 1 minus r². Ne? Das ist einfach unter Verwendung der Gleichung, die hier oben drüber steht. Und wenn Sie jetzt die obere Zeile auswerten, da taucht eine Subtilität auf, die gehe ich gleich noch ein, aber wenn Sie die auswerten, dann sehen Sie, da kommt hier oben dasselbe raus, das ist auch k mal 1 minus. So, die Wahrscheinlichkeitsstromdichte ändert sich also nicht, sie ist quellenfrei, das ist ein wesentliches Ergebnis.
Also in dem Sinne ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich, oder Wahrscheinlichkeit Stromdichte erhalten über die Potentialstufe hinweg. Normiert ist die Wellenfunktion nicht und deswegen sind Wahrscheinlichkeitsaussagen hier eigentlich nicht definiert. Okay, so jetzt noch zu dieser Subtilität, die ich gerade erwähnt habe. Wenn Sie jetzt dieses Produkt hier auswerten, dann kriegen Sie simple Terme. Ne? Die haben alle mit e hoch minus ikx und e hoch i plus kx zu tun und ergeben insgesamt 1. Das ergibt Ihnen e hoch minus ikx mal e hoch ikx, das gibt Ihnen ik1. Dann bekomme ich hier ein e hoch ikx mal e hoch minus ikx, das gibt Ihnen minus r Betragsquadrat mal die 1. Das ist das Ergebnis, das Sie unten sehen. Es bleiben aber noch Terme übrig. Ne? Sie kriegen den e hoch minus ikx Term multipliziert mit dem e hoch minus ikx Term, verziert mit einem r. Und Sie kriegen e hoch ikx mal e hoch ikx, verziert mit einem r Stern. Das eine ist die Konjugiertkomplexe der anderen. Sie ziehen also von einer komplexen Zahl ihr Konjugiertkomplexes ab und bekommen damit zweimal den Imaginärteil. Diesen Imaginärteil multiplizieren Sie aber mit i. Damit wird es zu einem Realteil. Und dann nehmen Sie davon den Imaginärteil und die gemischten Produkte sind weg. Und deswegen fallen die einfach raus. Gut. Soweit, so gut. Jetzt wollte ich nochmal darauf eingehen, was passiert, wenn Sie sozusagen unter der Hangkante anfliegen. Also, ich möchte jetzt den Fall betrachten, dass die Energie nicht reicht. Daraufhin wird K' rein imaginär. Deswegen schreibe ich K' als I Kappa' und damit ist Kappa' reell. Und jetzt gehe ich in die allgemeinen Ergebnisse zurück, nämlich dass R gleich K minus I Kappa' durch K plus I Kappa' ist. Denn jetzt sehen Sie, wenn Sie jetzt das Betragsquadrat nehmen, also den reflektierten Anteil der Welle, dann sehen Sie, dass R Betragsquadrat gleich 1 wird. Jetzt ist also Reflexion garantiert. Und trotzdem wird T Betragsquadrat nicht gleich 0. Schauen wir es uns so an. Also T ist ja in diesem Fall jetzt 2k geteilt durch k plus i Kappa Strich. Und damit bekomme ich T-Betragsquadrat ist 4k Quadrat geteilt durch k Quadrat plus Kappa Strich Quadrat. Ist offensichtlich nicht gleich 0. Es findet also vollständige Reflexion und Transmission statt. Was ist denn jetzt los? Was jetzt passiert ist, dass das anlaufende Teilchen eine Wellenfunktion bekommt, die eine endliche Strecke in die Potentialstufe eindringt, dort reflektiert wird und wieder zurückläuft. Insgesamt wird also alles reflektiert. Nur ein Teil davon wird erst reflektiert, nachdem er bereits hinter die Potentialstufe eingedrungen ist. Dann kommt er aber verzögert wieder raus. Ne? Das heißt, jetzt wird eine Welle irgendwo hinter der Potentialstufe reflektiert, wo sie eigentlich gar nicht rein darf, und läuft verzögert wieder raus, hat also gegenüber der einlaufenden Welle eine Phasenverschiebung. Wie groß ist diese Phasenverschiebung? Das ist relativ leicht auszurechnen. Sie sehen, R Betragsquadrat ist eine komplexe Zahl mit Betrag 1. Das heißt, ich kann die in dieser Form schreiben. Ich führe also eine Phase Delta ein. Also, ich weiß, dass R auf einem Einheitskreis in der komplexen Ebene liegt. Ne? Ich weiß nicht wo, aber ich weiß, dass sie auf
dass die Zahl R auf diesem Einheitskreis in der komplexen Ebene liegt. Wo sagt mir jetzt das Delta? Delta wird uns die Phasenverschiebung ergeben. Aber aufgrund dieses Ergebnisses weiß ich eben, dass ich das hier so schreiben kann. Insbesondere weiß ich also jetzt, dass Cosinus 2 Delta gleich der Realteil von R ist und Sinus 2 Delta gleich minus der Imaginärteil von R. Naja gut, die kann ich ja auswerten, denn R kenne ich ja. Wenn ich den Realteil von diesem Ding hier wissen will, naja, was mache ich jetzt? Ich erweitere den Bruch, aus dem R besteht, mit k minus ik Strich. Dann bekomme ich hier k Quadrat minus k Strich Quadrat. Entschuldigung, plus. So, und da oben kriege ich k minus i Kappa Strich zum Quadrat. So, naja, das kann ich leicht aufspalten. Da bekomme ich als Realteil k Quadrat minus Kappa Strich Quadrat geteilt durch k Quadrat plus Kappa Strich Quadrat. Und als Imaginärteil bekomme ich minus 2i k Kappa Strich geteilt durch k Quadrat plus Kappa Strich Quadrat. So, und jetzt kann ich Real- und Imaginärteil einfach ablesen. Könnte ich jetzt hier hinschreiben, wird aber zu mühsam. Stattdessen mache ich Folgendes. Ich verwende, dass der Tangens-Delta gegeben ist durch Sinus 2 Delta durch 1 plus Cosinus 2 Delta. Das ist der heimliche Grund dafür, das Delta gleich mit einem Faktor 2 anzusetzen. So, und wenn ich jetzt Realteil durch Imaginärteil, beziehungsweise umgekehrt, Imaginärteil durch Realteil teile, dann sehen Sie, dass dieser Nenner k² plus kappa Strich Quadrat einfach rausfällt. Hier brauche ich den negativen Imaginärteil, das ist also 2k kappa Strich. Hier brauche ich 1 plus den Cosinus. Das ist also, ich schreibe es mal hier drunter, 1 plus Cosinus 2 Delta, das ist ja jetzt 1 plus der Realteil von diesem Ding, also k Quadrat minus kappa Strich Quadrat geteilt durch k Quadrat plus kappa Strich Quadrat. So, wenn ich das auf denselben Nenner bringe, dann sehen Sie, bleiben im Zähler einfach 2k Quadrat übrig. Und den Nenner kann ich mir schenken, weil der sich raushebt. So, das heißt, ich bekomme hier eine Phasenverschiebung raus, die einfach gleich kappa Strich durch k ist. Und die zurücklaufende Welle, die ja r mal e hoch minus i kx lautet, das ist der zurücklaufende Anteil links von der Potentialstufe, der ist also gegeben durch e hoch minus 2i Delta. Das ist unser r. Minus EKX. Und so taucht jetzt die Phasenverschiebung hier auf. Können Sie noch einsetzen natürlich. So, und was bedeutet das? Ja, das Teilchen läuft in die Potentialstufe rein. Ein Teil wird reflektiert. Ein Teil läuft in die Potentialstufe rein, wird dort reflektiert und läuft mit einer Phasenverschiebung wieder raus. So. Und jetzt lesen Sie in manchen Büchern oder manche Leute sagen Ihnen, das Teilchen wird aufgespalten. Das ist natürlich Quatsch. Die Möglichkeit, das Teilchen zu finden, wird aufgespalten. Natürlich nicht das Teilchen selbst. Ja. Und ein Teil davon, ein Teil der Möglichkeit, das Teilchen zu messen, kommt daher, dass das Teilchen mit einer endlichen Wahrscheinlichkeit erst eindringen, dort reflektieren, wieder rauslaufen kann. Und ein Teil der Möglichkeit, ein Teil der Wahrscheinlichkeit, das Teilchen zu finden, kommt aus der direkten Reflexion.
Und diese Redeweisen von wegen, hier wird ein Teilchen dann aufgespalten, verschiedene Möglichkeiten und so. Naja, interpretieren Sie selbst im Hinblick auf die Kopenhagener Deutung der Quantentheorie. Okay. Soweit so gut. Das wollte ich noch sagen zu der Situation an der Potentialstufe. Ein sehr interessanter Fall ist die Potentialsenke. Die Potentialsenke sieht so aus. Oder damit meine ich Folgendes. Im einfachsten Fall habe ich einfach so einen Graben vor mir. Und das heißt, links davon ist das Potenzial gleich 0. Drinnen ist das Potenzial negativ. Rechts davon ist das Potenzial wieder gleich 0. Das ist natürlich alles horizontal und so. Das ist V0 kleiner 0 in diesem Fall. So, und jetzt laufe ich mit positiver Energie. Nein, tue ich nicht. Mache ich später. Ich setze mich hier rein. Ne? Und dann würde ich gerne Lösungen wissen. Naja, und wir setzen natürlich wieder die Wellenfunktion Psi stückweise stetig an. Und müssen dann die Stetigkeitsbedingungen an zwei Sprungstellen erfüllen hier. Also schreibe ich zunächst mal a mal e hoch minus i k'x. Aha. Ich möchte die Situation betrachten, dass das Teilchen eingesperrt ist. Ja? Das soll für x kleiner minus a sein. Das heißt, hier will ich wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit entkommt das Teilchen, obwohl es nicht über den Rand schauen kann. Okay? Hier setze ich also voraus, dass am linken Rand dieser Potentialsenke hier, dieses Grabens, das Teilchen höchstens nach links laufen kann, aber dass kein Teilchen von außen reinläuft. Deswegen taucht hier nur das negative Vorzeichen auf. Mit K' bezeichne ich jetzt die Wellenzahl bei Potential 0. So, dann nehme ich hier IKX plus B mal E hoch IKX plus C mal E hoch minus IKX. Das ist für minus A kleiner X kleiner A. So, das ist jetzt also das Teilchen innerhalb der Potentialsenke, beziehungsweise dieses Grabens. Und rechts davon sage ich, okay, das wird jetzt d mal e hoch i k'x sein. Das heißt, ich muss natürlich, wenn ich berücksichtigen möchte, dass das Teilchen nach links entkommen kann, ebenso berücksichtigen, dass es nach rechts entkommen kann. Ja. Sie haben gerade eben gesagt, dass wir auf der linken Seite die Teilchen, die sozusagen aus der Potentialsenke, aus dem Material reinkommen, können, ignorieren. Ja. Aber wir haben ja oben auch gesagt, dass ja unser Teilchen, der endliche Tiefe einbringt, dann repliziert wird und wieder zurückkommt. Ja. Nein, die beziehe ich nicht mit ein. Ich betrachte jetzt eine andere Situation. Ich betrachte jetzt nicht ein Teilchen, das auf eine Potentialstufe zufliegt, Drachenflieger oder sowas, ja? Sondern ich betrachte ein Teilchen, das in dieser Falle hier gefangen ist. Und das heißt, hier strömt von außen gar nichts ein. Ich möchte aber wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt es raus. Also im Vergleich zu der Situation vorher ist die Situation jetzt gespiegelt, ne? An dieser Stelle hier. Nicht zufrieden? Ja, das heißt ja, dass ein gewisser Teil des Teilchens immer trotzdem noch in die Wand eindringt. Natürlich. Das ist dieser Teil hier. Das ist dieser Teil hier. Ne? Der entspricht dem, der in diesem Beispiel da oben mit dem geschwungenen T verziert war. Okay? Und auf der rechten Seite haben Sie genau die spiegelbildliche Situation, jetzt aber der Potentialstufe entsprechend. So. Das heißt, wir betrachten jetzt eine Situation, vollkommen symmetrisch, ja, so haben wir sie angelegt. Ich betrachte eine Situation, in der das Teilchen gefangen ist in diesem Graben
Und ich möchte wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt es denn trotzdem raus. Okay, weil die Situation symmetrisch ist, kann ich von vornherein sagen, A gleich D. Ne? Also das Teilchen kann ja nicht unterscheiden zwischen rechts und links. Es hat aufgrund der Symmetrie der Situation keine Chance dazu. Also muss die Wahrscheinlichkeit, dass es nach rechts entkommt, gleich der Wahrscheinlichkeit sein, dass es nach links entkommt. Genauso setze ich B gleich plus oder minus C. Warum plus oder minus? Ja, weil uns nur das Betragsquadrat der Wellenfunktion interessiert. Ne? Das heißt, das Vorzeichen von B, relative Vorzeichen von B und C spielt keine Rolle. Und ich setze, Kraft höherer Autorität, B gleich 1. Eigentlich müsste ich die Wellenfunktion wieder normieren. Diesmal geht es übrigens. Aber okay. Bevor ich sie normiere, setze ich einfach irgendeine dieser Zahlen gleich 1. Ja, der Rest ergibt sich dann. So, jetzt habe ich also die Situation, dass die Wellenfunktion so aussieht. Ne? Das ist a mal e hoch minus i k Strich mal x. Links dann e hoch i k x plus oder minus e hoch minus i k x drin. Und a mal e hoch i k Strich x draußen. An beiden Potentialsprüngen gilt jetzt natürlich die Matrixbeziehung, die wir oben hatten. Und das heißt, ich kann sie jetzt an beiden Sprüngen auswerten. Ich kann einfach schreiben, Matrix mal einlaufende Koeffizienten gleich auslaufende Koeffizienten. Wegen der Symmetrie der Situation muss aber in beiden Fällen dasselbe rauskommen. Ja. Da muss ich jetzt die Stetigkeit erzwingen. Das heißt, ich muss jetzt die Koeffizienten, die noch übrig bleiben, so wählen, dass die Funktion Psi und ihre Ableitung stetig ist. Und das tue ich, indem ich diese Matrixbeziehung verwende, die wir beim letzten Mal hergeleitet hatten. So, ich wende also die Matrixbedingung nur an dieser Stelle hier an, weil auf der anderen Seite dasselbe rauskommen muss. Also bekomme ich 1/2 mal Delta plus, ja, jetzt wird es etwas verwirrend, ne? Jetzt ist die Wellenzahl k diejenige links vom Sprung und die Wellenzahl k Strich, Entschuldigung, ja, die Wellenzahl k Strich, also genau wie vorher, gut, ja, wunderbar. So, das ist die Matrix, die ich an der rechten Potentialstufe auswerten muss. Die Koeffizienten, mit denen ich das multiplizieren muss, sind 1 und plus minus 1. Das Ergebnis, das ich rauskriegen muss, ist a und 0. Okay, gut. Das können Sie jetzt auswerten. Es reicht eigentlich schon, die zweite Gleichung auszuwerten. Ja, dann kriege ich raus, dass Delta minus Alpha Alpha Strich plus oder minus Delta plus Alpha Strich durch Alpha gleich 0 sein muss. Das ist was jetzt? Das ist einfach eine Bedingung, die aus der Stetigkeit folgt. Und es ist eine wirklich harte Bedingung. Ja, schauen Sie mal an, was da rauskommt. Diesen Ausdruck muss ich also auswerten. Bei dem muss ich fragen, was bedeutet der eigentlich? Platz wird knapp hier. Nee, ist zu wichtig, da muss ich wischen. Ja. Und die seitlichen Tafeln verwende ich nicht, damit ich nicht aus dem Bild laufe. Also gut.
So, also die oben eingerahmte Bedingung müssen wir erfüllen. Jetzt sehen Sie mal, beide Terme, die hier stehen, sind ja proportional zu Alpha Strich. Ne? Also ich habe in beiden, können Sie das sehen eigentlich? Ich habe mit dem Vortrag spaßeshalber selber einen Laserpointer mitgebracht. Können Sie sich den Vortragenden vorstellen, als plötzlich zwei grüne Punkte da waren? War sehr interessant. Beide Terme hier sind proportional zu Alpha Strich, also kann ich Alpha Strich gleich rauskürzen. Ich multipliziere außerdem die Gleichung mit Alpha und bekomme deswegen Delta minus mal Alpha Quadrat ist gleich plus oder minus Delta plus. Ja? Das ist die Bedingung, die ich erfüllen muss. Wie mache ich das? Also, schreiben wir es doch mal auf. Was hier steht, ist ja, ich schreibe es andersrum, ja? Delta plus 1 plus k durch k' muss gleich sein Alpha Quadrat. Alpha war i k, ja, k'. Nee, stimmt nicht. IKA, genau. E hoch IKA. Das war Alpha, das muss ich quadrieren, also E hoch 2 IKA. Und jetzt 1 minus K durch K'. So, das ist also eine Gleichung, die Sinus- und Kosinusfunktion, beziehungsweise die imaginäre komplexe Exponentialfunktion und eine algebraische Funktion von K enthält. Die ist transzendent, die kann ich analytisch nicht lösen. Muss ich also numerisch lösen. Ne? Was muss ich jetzt machen? Ich muss natürlich fragen, welche Werte von k bzw. k' überhaupt mit dieser Gleichung verträglich sind. Und was bedeutet das? Ich suche jetzt unter allen Möglichkeiten in dem Teilchen, Entschuldigung, in dem Kasten oder in dem Graben hier überhaupt Teilchen einzusperren, diejenigen Wellenzahlen, also diejenigen Energien aus, unter denen das Teilchen überhaupt da drin sein kann. Es wird jetzt plötzlich nur noch diskrete Energiestufen geben, weil ich die Randbedingungen erfüllen muss. Und wie die aussehen, naja gut, muss man sich durch eine numerische Lösung dieser Gleichung beschaffen hier. Oder man sagt, naja, der Potentialtopf ist jetzt unendlich tief. Okay? Also, wenn ich jetzt das Potential beliebig tief absenke, also das Teilchen in beliebig tiefen Kasten sperre, dann geht K' gegen I mal unendlich. Der Betrag von K' wird also unendlich groß und deswegen gehen die beiden Faktoren, Delta plus und Delta minus, beide gegen 1. Naja, jetzt geht's, ne? Also, dann steht hier einfach 1 ist gleich e hoch 2 i k a mal 1. Naja, das können wir. Das können wir. Also, wenn ich das Potential unendlich tief mache, dann kann ich die Gleichung lösen. Ja, was kommt dann raus? Der Kosinus von 2 k a muss gleich 1 sein, das muss ja der Realteil sein. Und der Realteil von 1 ist 0, also steht hier Sinus 2kA gleich 0. Wo kann ich das erfüllen? Überall, wo 2kA gleich Pi wird. Ne? Gleich Pi, gleich 2Pi, gleich minus Pi und so weiter. Ne? Das heißt, ich schließe daraus 2kA gleich N mal Pi. Ich beschränke mich hier auf die natürlichen Zahlen einschließlich 0. Ich nehme die negativen Zahlen nicht mit. Warum? Ich setze die Wellenzahl k positiv, weil ich die Lösung mit der negativen Wellenzahl ausdrücklich schon berücksichtigt habe. Das heißt, ich beschränke mich auf positive k
und bekomme dann raus k gleich np durch 2a. Und das sind die Bedingungen für die Wellenzahlen, die überhaupt unter unseren Stetigkeitsbedingungen möglich sind. Also für Wellen, die überhaupt eine Chance haben, die Schrödinger-Gleichung zu lösen. So, jetzt ersetze ich noch die Wellenzahl durch eine Wellenlänge. Also ich schreibe anstelle von k 2pi durch Lambda und 2a, der Kasten reicht von, der Graben reicht von minus a bis plus a, das heißt die Breite des Kastens ist gerade gleich 2a. Also steht hier, das ist einfach np geteilt durch l, wenn l die Breite des Grabens ist. Also sind nur solche Wellenlängen innerhalb des Kastens erlaubt, für die gilt Lambda gleich 2L durch N. Ne? Das heißt, ich kann Halbwellen, ganze Wellen und so weiter, alle möglichen Obertöne haben. Aber auf einmal habe ich diskrete Energiestufen. So, und jetzt könnte ich dann, wenn ich hier Wellenzahlen bestimmt habe und so weiter, egal ob der Kasten unendlich tief ist oder nicht, dann könnte ich jetzt die Wellenfunktion normieren. Denn jetzt fällt sie nach außen hin, also aus dem Kasten hinaus, exponentiell ab. So, jetzt zeige ich Ihnen noch was und dann ist Pause. Zeigen heißt, das hier. Also hier setze ich einfach um, was wir in Python um, was Sie bisher in der Vorlesung gesehen haben. Hier werden diese Matrizen S definiert. Hier wird die Wellenzahl zu einer Energiedifferenz ausgerechnet und so weiter. Was ich Ihnen jetzt zunächst mal zeigen möchte, ist die Transmissionswahrscheinlichkeit an dieser an einer Potentialschwelle. Ich unterscheide zwischen Stufe und Schwelle. Ne? Stufe ist das, Schwelle ist das. Die Schwelle hat eine Breite von a. Die Schwelle hat eine Höhe von 1. Ich laufe hier absichtlich mit zu niedrigen Energien auf die Schwelle zu. E gleich 0,1, E gleich 0,5, E gleich 0,9. Naja. Und hier sehen Sie, als in Abhängigkeit von der Potentialbreite a, das Betragsquadrat dieses Transmissionskoeffizienten. Der zeigt also, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie durch die Potentialschwelle durchkommen, obwohl Sie eine zu niedrige Energie haben. Das ist der Tunneleffekt. Und im Wesentlichen fällt die Funktion hier wie eine Exponentialfunktion ab. Die genaue Formel sehen Sie im Skript. Ein quantenmechanischer Effekt. Ne? Sie laufen mit zu niedriger Energie auf die Potentialschwelle zu, Sie kommen mit endlicher Wahrscheinlichkeit drüben raus. Versuchen Sie es nicht unbedingt im Alltag. Das hier ist die Reflexionswahrscheinlichkeit an einer Potentialstufe. Das ist das, was wir vorhin ausgerechnet haben. Je niedriger Ihre Energie wird, grün ist E gleich 0,1, orange ist E gleich 0,5, blau ist E gleich 0,9. Je niedriger Ihre Energie wird, also von blau über orange nach grün, umso größer. Ah, nee, das ist trotzdem eine Schwelle. So größer wird die Reflexionswahrscheinlichkeit. So, jetzt kommt der endlich tiefe Potentialtopf hier. Endlich tiefe Potentialtopf. Sehen Sie, da muss ich mir natürlich numerisch erstmal die Lösungen verschaffen. Die Lösungen für die Zahlen, die Wellenzahlen k und k', die überhaupt diese Gleichung erfüllen hier. Das geht nur numerisch. Passiert hier. So, und dann sehen Sie hier, gut, also offenbar gibt es, schauen Sie das Teilchen hier, das hat ja schon im Wesentlichen positive Energie. Ne? Minus 0,03
das ist extrem schwach gebunden in diesem Potentialtopf. Gut, und dann gibt es weitere Zustände hier, die sind alle diskret, die sich jeweils dadurch auszeichnen, dass erstens mal die Wahrscheinlichkeit, aus diesem Potentialtopf zu entkommen, endlich ist und dass hier sowohl die Wellenfunktion stetig als auch ihre Ableitung stetig ist. Sie sehen, die Funktionen gehen hier am Rand des Potentialtopfs glatt ineinander über. So, und jetzt können Sie hier mal spielen, können wir sagen, gut, minus 10 ist vielleicht zu langweilig, nehmen wir minus 100. Dann entstehen einfach mehr von diesen gebundenen Zuständen. In einem tieferen Potentialtopf kriegen Sie mehr von diesen Zuständen unter. Die Energien sehen Sie jetzt rechts hier angegeben. Okay, spielen Sie mal damit. Und dann habe ich noch was geplottet hier. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Zugvogel, ne? Also beispielsweise ein Storch. Und Sie möchten jetzt übers Mittelmeer. Das ist hier simuliert. Ja? Also der Storch ist quantenmechanisch, das Mittelmeer auch. Und jetzt fliege ich mit ausreichender Energie, Mittelmeer ist minus 1 tief, ja? Fliege ich mit ausreichender Energie, E gleich 0,1, 0,5, 0,9, übers Mittelmeer. Und was sehen Sie hier? Die Transmissionswahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich ankomme. Hier ist die Breite des Mittelmeers. Sie haben ausreichende Energie. Sie fliegen also hoch genug an. Und trotzdem, ja, sorgen quantenmechanische Interferenzeffekte dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, auf der anderen Seite anzukommen, davon abhängt, wie sich Ihre De Broglie-Wellenlänge verhält zur Breite des Hindernisses. Auch wenn das Hindernis energetisch überhaupt keines ist. Ja. Das ist der quantenmechanische Vogelflug. Damit Schluss. Pause. Es sei denn, Sie hätten noch dringende Fragen, die wir vor der Pause noch klären sollten. Keine. Dann bis gleich.
So, ich wollte, bevor wir dann zum fünften Kapitel kommen, einfache Quantensysteme 2, noch kurz was zum Tunneleffekt sagen. So, also nochmal zum Tunneleffekt. Sie haben ja gesehen, mit endlicher Wahrscheinlichkeit komme ich durch eine Potentialschwelle durch, selbst wenn meine Energie klassisch gesehen, also nach den Prinzipien der klassischen Physik, gar nicht durchkommen könnte. Ja, jetzt gebe ich ein Beispiel für den Tunneleffekt. Warum leuchtet eigentlich die Sonne? Wir hatten das ja schon mal mit dem Virialsatz beschäftigt und so weiter, hatten gesehen, selbst gravitierende Systeme haben eine negative Wärmekapazität und so, ist alles schön. Wenn Sie jetzt die Sonne betrachten und Sie nehmen den Sonnenradius und Sie nehmen die Sonnenmasse, wo Sie die herkriegen, ist Ihr Problem, aber stellen Sie sich vor, Sie hätten sie gemessen, irgendwie, dann können Sie für einen Stern mit dieser Masse und diesem Radius ein Sternmodell aufstellen. Das geht mit den hydrodynamischen Gleichungen, mit der Poisson-Gleichung aus der newtonschen Gravitationsphysik. Ist nicht so schwierig. Führt auf die sogenannte Lane-Empton-Gleichung, können Sie lösen. So, dieses Modell sagt Ihnen, im Inneren der Sonne, müssen Sie natürlich kalibrieren auf die Beobachtungsgrößen, die Sie tatsächlich haben, im Inneren der Sonne haben Sie eine Temperatur von ungefähr 10 hoch 7 Kelvin. Das ist schon relativ warm. Aber 10 hoch 7 Kelvin sind 1 KeV. Entspricht einer Energie von 1 KeV. Also KBT bei 10 hoch 7 Kelvin ist ungefähr 1 KeV. Was muss denn da passieren, damit die Sonne leuchtet? Also Sie müssen ja mindestens, eigentlich sogar mehrere, aber mindestens 2 Protonen zusammenbringen. So, dass am Ende dabei ein Deuteriumkern entstehen kann und daraus dann Helium und so weiter. Diese beiden Protonen, die Sie zusammenbringen wollen, die sind ja elektrisch geladen. Und Sie müssen sie so nahe zusammenbringen, dass irgendwann dann tatsächlich die starke Wechselwirkung einsetzen kann. Und das tut sie bei ungefähr 10 hoch minus 15 Zentimeter. Ja, genau. Ungeplante Dramaturgie. Also, das heißt, Sie müssen 2 Protonen gegen die Coulomb-Abstoßung auf 10 hoch minus 15 Zentimeter zusammenbringen. Wie viel Energie brauchen Sie dafür? Wie viel Energie brauchen Sie dafür? Ein MeV. Das ist irgendwie blöd. Ne? Also, Sie brauchen ein MeV, damit die Sonne zündet. Sie haben ein KeV zur Verfügung. Jetzt nehmen Sie den Boltzmann-Faktor zur Hand. Der Boltzmann-Faktor sagt Ihnen, aha, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist e hoch minus 1000. Und e hoch minus 1000 ist schon ziemlich klein. Also e hoch minus 1000 können Sie jetzt mit der Anzahl der Protonen in der Sonne multiplizieren. Sie kriegen raus, dass die Sonne eine Leuchtkraft hat, die Sie mühelos in Ihrem Wohnzimmer unterbringen könnten. Und dann wäre es noch relativ kühl daheim. Das geht nicht. Die Sonne ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass die Sonne scheint. Warum tut sie es trotzdem?
Weil es den Tunneleffekt gibt. Weil es den Tunneleffekt gibt. Weil eine Annäherung der beiden Protonen, beziehungsweise eine Reaktion zwischen den beiden Protonen möglich wird, obwohl die Energien dafür eigentlich hinten und vorne nicht reichen. Das hat aber noch eine weitere Konsequenz. Also zunächst mal zeigt es, der Tunneleffekt ist dafür notwendig, damit die Sonne überhaupt scheint. Jetzt kommt aber noch was dazu. Der Tunneleffekt verlangsamt diesen Prozess dramatisch. Also der Tunneleffekt verlangsamt, da kommt noch ein anderer Effekt dazu, aber okay. Der Tunneleffekt verlangsamt diese Fusionsreaktion im Inneren der Sonne von Wasserstoff zu Helium dramatisch. Und deswegen scheint die Sonne so lange. Deswegen hat die Sonne insgesamt um ihren Wasserstoffvorrat, Klammer auf, Nebenbemerkungen, Klammer zu, zu verbrauchen, ungefähr 8 Milliarden Jahre Zeit. Das heißt, der Tunneleffekt ist in zweierlei Hinsicht für unser Leben hier auf der Erde entscheidend. Erstens, er sorgt dafür, dass überhaupt in der Sonne Energie erzeugt werden kann. Zweitens, er sorgt dafür, dass es so langsam geht, dass die Sonne 8 Milliarden Jahre lang zur Verfügung hat, bevor sie ihren Wasserstoffvorrat verbraucht hat. Also wenn Sie so dran denken, ja, Tunneleffekt und so, denken Sie mal dran, ohne Tunneleffekt gäbe es uns nicht. Ne? Gut, sehen Sie trotzdem davon ab, ihn im täglichen Leben auszuprobieren. Damit kommen wir zum Kapitel 5. Ich glaube, es ist 5, oder? Echt? Tatsächlich. Also gut, Kapitel 6. Einfache Quantensysteme. Ja. Naja, die Frage war, wie die Verlangsamung zustande kommt, von der ich gesprochen habe. Die kommt dadurch zustande, dass der auch mit dem Tunneleffekt die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Protonen reagieren, immer noch sehr klein ist. Und das heißt, die Anzahl von Reaktionen pro Zeiteinheit ist relativ niedrig, selbst mit Tunneleffekt. Aber ist gerade eben so niedrig, dass die Sonne 8 Milliarden Jahre Zeit hat. Wir haben Halbzeit übrigens, ne? Ungefähr. Es wird uns gelingen, die Erde vorher zu vernichten, da bin ich sicher. So, Kapitel 6. Einfache quantenmechanische Systeme 2. Und wovon ich hier sprechen möchte, ist der harmonische Oszillator. Also harm steht nicht für harmlos, sondern für harmonisch. Und ein Grund, warum wir in der klassischen Mechanik den harmonischen Oszillator besprochen haben, war doch, dass der harmonische Oszillator ein quadratisches Potential hat. Das gehört also zu einer linearen Kraft. Und Sie können in der Nähe eines Potentialminimums jede Kraft linearisieren. Sofern sich nur nahe genug am Stabilitätspunkt, also an dem Punkt ohne Kraft, aufhalten. Das war der Grund oder ein wesentlicher Grund, warum wir in der klassischen Mechanik den harmonischen Oszillator immer wieder besprochen haben, warum der immer wieder vorkam. Ne? Er tritt einfach überall auf, wo Sie kleine Abweichungen von einer stabilen Situation bekommen. Das ist in der Quantenmechanik ähnlich. Und die Betrachtung des harmonischen Oszillators hat auch wieder sehr viel damit zu tun, wie Sie in der Quantenfeldtheorie dann mit Feldzuständen umgehen. Aber okay, er lohnt also eine nähere Betrachtung. Und was jetzt in der Quantenmechanik noch dazu kommt, ist, Sie lernen jetzt hier eine Vorgehensweise mit quantenmechanischen Systemen kennen, die rein algebraisch ist, die mit sogenannten Auf- und Absteigeoperatoren umgeht, die dann in der Quantenfeldtheorie zu Annihilations- und Erzeugungsoperatoren werden. Und das muss man einfach im Detail anschauen. Also, wie sieht der Hamilton-Operator aus für
harmonischen Oszillator ist der kinetische Term p Quadrat durch 2m und der potentielle Term ist m halbe Omega Quadrat x Quadrat. Hm? Also ein quadratisches Potential und fertig. So, jetzt gehe ich in eine Ortsdarstellung über. Erstens. Zweitens, ich verwende, dass der harmonische Oszillator, nein, der Hamilton-Operator, so wie er hier steht, zeitunabhängig ist. Das heißt, ich weiß, ich kann sofort in die, durch den Separationsansatz zur zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung übergehen. Und ich beschränke ihn auf eine Dimension. Ne? Also Ortsdarstellung, zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung, eine Dimension. Was bleibt denn da noch übrig? Da ist der kinetische Term. Das ist die Gleichung, die wir lösen müssen. Aha. Was machen Sie als gewiefte Theoretikerin bzw. Theoretiker? Sie sorgen erstmal dafür, dass die Gleichung dimensionslos wird. Durch scharfes Hinsehen sehen Sie, dass diese Größe die Dimension einer Länge hat. H quer, die Dimension Energie mal Zeit. Das teilen Sie durch 1 durch Zeit. Also steht hier Energie mal Zeit Quadrat. Das ist Masse mal Länge Quadrat. Das teilen Sie durch Masse, kommt raus Länge Quadrat, ziehen Sie die Wurzel, ist eine Länge. Aha. Dann führen Sie diese Längenskala ein, um alle Längen rauszuskalieren. Dann müssen Sie natürlich auch die Ableitung hier skalieren. Und zwar mit 1 durch L natürlich, ne? Denn eine Ableitung ist ja letzten Endes eine Division durch, durch die Größe, nach der abgeleitet wird. Alles klar. Also wird jetzt aus dieser schönen Gleichung hier minus h quer Quadrat durch 2m und jetzt ein 1 durch L Quadrat, also mal m Omega durch h quer du Quadrat Psi und Psi fasse ich jetzt, ohne das ausdrücklich hinzuschreiben, als Funktion von u auf. Das war vorher eine Funktion von x, jetzt schreibe ich dasselbe Symbol als Funktion von u. Mathematiker mögen das nicht, aber wir machen es trotzdem. So, plus m halbe Omega Quadrat mal L Quadrat. Mal L Quadrat heißt mal h quer durch m Omega u Quadrat Psi gleich e mal Psi. Hm? So, und jetzt sehen Sie, beide Terme, die jetzt auf der linken Seite stehen, behalten einen Faktor h quer Omega halbe übrig. Okay? Also folgt h quer Omega halbe. H quer Omega ist natürlich eine Energie. Das ist die Energie, die diesen Eigenwert da drüben skaliert. Ne? H quer Omega halbe. So, jetzt u Quadrat minus du Quadrat. Angewandt auf Psi gleich E Psi. Okay. Was wir jetzt gemacht haben, ist Größen so eingeführt, dass die Größe, die geometrische Ausdehnung unseres harmonischen Oszillators keine Rolle mehr spielt. Was Sie damit sehen, ist, dass alle Energien, die in dem harmonischen Oszillator auftreten, bezogen werden auf die Größe H quer Omega. Also Grundfrequenz des harmonischen Oszillators mal H quer. Okay, gut. Ja. Punkt, Absatz, neue Strophe. Jetzt führe ich einen neuen Operator ein, der heißt so. A Hut, 1 durch Wurzel 2, u plus du. Das Entscheidende ist natürlich, dass u plus du, 1 durch Wurzel 2, ist Normierung. Dann nehme ich den Adjungierten davon.
Das ist 1 durch Wurzel 2 u minus du. Warum u minus? Gehen Sie mal zurück zur Definition des adjungierten Operators und zur Definition des Skalarprodukts zwischen zwei Wellenfunktionen. Der adjungierte Operator war ja definiert so, dass dass ich dieses Skalarprodukt so schreiben kann, dass ich den, wenn ich den Operator A anwende auf den ersten Faktor des Skalarprodukts, das gleiche ist dem, dass ich den adjungierten Operator auf den Faktor, auf den zweiten Faktor anwende. So, wenn Sie jetzt sich an das, an die Definition des Skalarprodukts erinnern, dann sehen Sie, ich muss dieses Minuszeichen berücksichtigen in der Ableitung nach du, wenn ich hier Wellenfunktionen einsetze. Okay, also mit dem Minuszeichen wird daraus der adjungierte Operator. So, jetzt machen Sie das, was die geübte Quantenmechanikerin routinemäßig macht. Ja. Sie rechnen alle möglichen Kommutatorbeziehungen aus. Es gibt noch weitere mögliche, aber nur die ist sinnvoll hier. Was ist denn A vertauscht mit A adjungiert? Das sind halb u plus du, u minus du. Naja, u vertauscht mit u, du vertauscht mit du, das können wir also weglassen. Was übrig bleibt, ist einmal u mal minus du und du mal u. Das ist also minus zweimal, deswegen geht das ein halb hier weg, u du. So, aber u du ist minus 1, ne? Also die vertauschen gerade zur 1 hier. A und A Kreuz kommutiert ist plus 1. Naja, plus 1 haben wir selber gemacht, indem wir das Ganze durch Wurzel 2 geteilt haben. Der Rest ist recht nett hier. A mal A Kreuz ist 1. Okay. Jetzt baue ich aus den beiden einen neuen Operator. Der sieht so aus. A adjungiert mal A. Gleich die übliche Übung. Ne? Wie vertauscht der mit A? Erinnern Sie an die Produktregel für Kommutatoren? Also, das wäre jetzt A adjungiert nach links rausgezogen. Und dann der Kommutator von A mit A, das ist natürlich 0, den lasse ich gleich weg. Was übrig bleibt, ist der Kommutator von A Kreuz mit A und das A nach rechts rausgezogen. Der bleibt mir übrig. So, aber A Kreuz A, das hatten wir gerade ausgerechnet, ist minus 1, also ist das minus A hier. Ja. N vertauscht mit A Kreuz, naja. Sieht so aus, selbes Ding. Ne? Jetzt ziehe ich erst das A-Kreuz nach links raus, behalte den Kommutator zwischen A und A-Kreuz, der ist plus 1, bekomme also A-Kreuz. Und dann hätte ich noch A-Kreuz kommutiert mit A-Kreuz mal A. Ist 0, ne? Denn A-Kreuz kommutiert mit sich selbst. Also gut, das sind die Kommutatorbeziehungen, werden wir gleich brauchen. Vorher schaue ich mir aber an, was passiert, wenn ich die Definition dieser beiden Operatoren A Kreuz und A hier einsetze. Dann sehen Sie, okay, das ist 1 durch 2, u minus du, u plus du. Okay.
U Quadrat. Jetzt habe ich U mal DU. Und ich habe minus DU mal U. Das ist der Kommutator von U und DU. Und dann habe ich ein minus DU Quadrat. Und das 1/2 bezieht sich auf alles. Das ist fast unser Hamilton-Operator, ne? Fast. Denn daraus sehen Sie, okay, wenn Sie sich an den Hamilton-Operator erinnern, ne? Ich habe ja schon auf U transformiert, deswegen brauche ich ihn in dieser Form. Ne? Unser Hamilton-Operator ist der hier, h² halbe U Quadrat minus du Quadrat. Das heißt, wenn ich jetzt mit h² Omega mal nehme, diesen oberen Ausdruck hier, dann steht hier h² Omega halbe U Quadrat minus du Quadrat. Aha. U kommutiert mit DU ist minus 1. Also steht hier minus h² Omega halbe aus diesem Term ist gleich h² Omega n. Ich habe einfach die obere Gleichung mit h² Omega multipliziert und dann so zusammengefasst, dass unser Hamilton-Operator übrig bleibt. Das ist der Hamilton-Operator. Skaliert mit diesem geschwungenen L. Und daraus sehen Sie, der Hamilton-Operator ist auch darstellbar als h² Omega mal n plus 1/2. Ich kann also diesen Operator n dazu verwenden, um meinen Hamilton-Operator umzuschreiben. Bleibt ein 1/2 übrig. Sehr interessant. Aber machen wir so weiter. Dieses n ist ein hermitischer Operator, der hat nur reelle Eigenwerte. Ich kann also eine Basis einführen, die aus Eigenvektoren dieses Operators n besteht. Also führe ich eine Basis ein. Die kriegt ein kleines n hier. So dass n angewandt auf n gleich klein n mal n ergibt. Also ich verwende jetzt eine Darstellung durch Eigenvektoren des Operators n. Aha. Jetzt möchte ich mal sehen, wenn ich jetzt auf den Eigenvektor klein n erst den Operator a anwende und dann diesen Operator groß n, was kommt dann raus? Also ich weiß, was rauskommt, wenn ich n direkt auf n anwende. So hätte ich es gerne, ne? Das ist jetzt natürlich falsch. Also muss ich abziehen. Den Kommutator von a und n. Ne? Hier weiß ich, was rauskommt. Das ist einfach NAN. Hier weiß ich auch, was rauskommt, ne? Denn ich kenne ja schon die Kommutatorbeziehung zwischen A und N. Die Kommutatorbeziehung zwischen A und N, die, na, da steht es ja noch. Den Kommutator kenne ich, das ist minus A. Ja, also
bekomme ich hier ein Plus an. Minus, Entschuldigung. Ich brauche den Kommutator von a und n, das ist also plus a. Wenn ich ihn hier einsetze, kriege ich minus a. Okay. So, mit anderen Worten, Sie sehen daran, dass der Vektor a mal n ebenfalls ein Eigenvektor zu dem Operator groß n ist, aber mit einem um 1 verminderten Eigenwert. Und wenn ich es so mache, wenn ich erst den adjungierten Operator anwende, naja, selbe Vorgehensweise wie oben, ich vertausche zunächst die zwei Operatoren, weil ich n, groß n direkt anwenden möchte auf klein n und muss dann natürlich korrigieren. Okay, da bekomme ich wieder n a adjungiert n, alles klar. Hier steht der Kommutator von a kreuz n. Der Kommutator von a kreuz n ist minus a kreuz. Den muss ich abziehen, also bekomme ich plus a kreuz n. So, das heißt, a adjungiert angewandt auf n ist wieder ein Eigenwert. Ist wieder ein Eigenwert zu dem Operator n, aber jetzt mit Eigenwert plus 1. Deswegen heißen zunächst mal diese Operatoren a und a kreuz Leiteroperatoren. Indem ich a kreuz anwende, komme ich immer 1 höher in dem Eigenwert n. Indem ich a anwende, komme ich 1 runter. Das ist die erste Vorstufe von Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren der Quantenfeldtheorie. Ja, wenn n ein Zustand wäre, der n Teilchen entspricht und Sie wenden a kreuz drauf an, dann haben Sie einen Zustand mit einem Teilchen mehr und umgekehrt. Okay. Ich weiß aber noch was. Ich weiß, dass die Norm dieses Vektors hier natürlich größer gleich 0 sein muss. Aber das ist n a kreuz a mal n. Aber das ist n. Denn hier steht der Operator groß n. Wenn ich den anwende auf klein n, kommt natürlich n raus. Wenn klein n normiert ist, dann muss n, klein n, eine Zahl sein, die größer gleich 0 ist. Das heißt, für die Zahlen klein n kommen die Zahlen 0, 1, 2, 3 und so weiter in Frage. Und wenn ich mit einem Zustand anfange, der zu einem beliebigen n größer 0 gehört und ich wende den Operator a genügend oft an, dann muss ich bei einem Zustand ankommen, der zum Eigenwert 0 gehört und drunter komme ich nicht. Den nenne ich den Grundzustand. Es muss also einen Grundzustand geben, den nenne ich dann natürlich 0, den ich erreiche, indem ich von irgendeinem Zustand, irgendeinem Eigenzustand dieses Operators groß n anfange und mit dem Leiteroperator a immer weiter nach unten gehe. Und genauso können Sie natürlich, indem Sie a kreuz anwenden, von dem Grundzustand wieder nach oben gehen. Aha. Okay. Stellen Sie sich vor, Sie tun das einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Sie fangen also beim Grundzustand an
und wenden jetzt beliebig oft den Operator A adjungiert an, tun das also n mal, dann sehen Sie, na gut, wenn ich A adjungiert einmal anwende, dann ist der Zustand, der sich ergibt, offenbar nicht mehr normiert. Hm? Wenn ich aber den Zustand mit 1 durch Wurzel n plus 1 normieren würde, dann wäre er wieder normiert. Insgesamt muss ich also nach einer n-maligen Anwendung diesen Zustand mit 1 durch Wurzel n Fakultät normieren und bekomme damit den n-ten Eigenzustand des Operators groß N. So, und damit haben wir das vollständige Spektrum des Operators groß N rausbekommen. Weil aber diese einfache Beziehung besteht zwischen dem Operator groß N und dem Hamilton-Operator, habe ich damit das vollständige Energieeigenspektrum des Hamilton-Operators erzeugt. Fast fertig. Ne? Wir haben keinerlei Differentialgleichung gelöst. So, jetzt. Das ist also der Aufsteigeoperator. Mit dem steige ich in dem Eigenwert immer um 1 hoch. Was bedeutet das? Mit jeder Anwendung von A Kreuz wird die Energie des harmonischen Oszillators um eine Stufe, was heißt eine Stufe, um ein H quer Omega größer. Wenn ich dann A anwenden würde, würde ich die Energie jeweils um 1 verringern. Ich weiß, dass ich nicht unter 0 kommen kann. Also der kleinste Eigenwert von groß N ist 0. Es gibt also einen kleinsten Energieeigenwert. Und das ist H quer Omega halbe. Also der hat die Energie H quer Omega halbe. Hier, die nenne ich E0. So, und alle anderen Energien, En, ergeben sich offenbar aus H quer Omega N plus 1/2. Okay? So, damit haben wir das vollständige Energieeigenspektrum des quantenmechanischen harmonischen Oszillators. Wir haben noch keine Eigenfunktionen, wir haben noch keine Eigenvektoren in Ortsdarstellung. Aber wir wissen schon, welches Spektrum rauskommt. Ne? Stellen Sie sich vor, die Atome, aus denen wir bestehen, werden jetzt nicht irgendwie in einem Coulomb-Potential gebunden, sondern im harmonischen Potential. Wie viele Spektrallinien würden Sie von einem solchen quantenmechanischen harmonischen Oszillator kriegen? Ist da jemand? Geben Sie nicht so schnell auf. Wie viele Spektralien kriegen Sie da? Welche Energie wird frei, wenn Sie vom Zustand N zum Zustand N minus 1 übergehen? Genau das. Ne? Sie kriegen genau eine Spektrallinie raus, weil alle Energieeigenzustände äquidistant sind. So, jetzt schauen wir uns noch die Eigenfunktionen an. Oh. Genau, wir schauen uns noch die Energieeigenfunktionen an. Wenn ich mir die Energieeigenfunktion zum Grundzustand besorgt habe, kenne ich alles, ne? Denn dann brauche ich ja nur noch Aufsteigeoperatoren anzuwenden. Wenn ich also dieses Ding hier im Ortsraum kenne, dann bin ich fertig. Aha. Wenn ich die mal Psi02' nenne, ne? Ah, Moment. Nee. Ich brauche den Hamilton-Operator, wie er da oben steht. Also,
habe ich h quer Omega halbe u Quadrat minus Psi 0 2 Strich a ist gleich. Ja, was? Die Energie des Grundzustands. Ich bin hier bei dieser Schrödinger-Gleichung hier. Setze hier jetzt den Grundzustand ein und weiß, dass diese Funktion gleich h quer Omega halbe sein muss. Das ist die eine Möglichkeit, sich diese Grundzustandsfunktion zu beschaffen. Die andere Möglichkeit besteht darin zu sagen, okay, wenn ich auf die Grundzustandswellenfunktion jetzt noch einen Leiteroperator a anwende, dann muss dieser Leiteroperator a, der nach unten geht, diese Wellenfunktion vollständig vernichten. So, und daraus sehen Sie, ich muss nur die Differentialgleichung u plus du Psi 0 gleich 0 lösen. Und damit bin ich fertig. Und daran sehen Sie, und dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter, Psi 0 muss a mal e hoch minus u Quadrat halbe sein. Es wird etwas unruhig. Wir hören jetzt auf und sehen uns am Donnerstag wieder.